muss wieder nach unten. Weißt du, wo ich gerade bin? Oben rechts, links? Unten. Okay, geht's. Der war gerade bei mir zweimal hier so, weißt du? Weißt! Weißt, Junge, ey! Ahmed hat gesagt, du weißt. Ahmed, ey! Oh Mann, oh Mann. Weil ich die GTA Musik im Radio immer so gefeiert habe. Ich kann es und darf es leider nicht anmachen. Ich hab gedacht, du bist das. Nö, nö. Wenn, dann würde ich frontal auf dich rauf. Ja, ich bin dem gerade so in die Seite reingefahren. War es dann aber nicht mehr. Ich finde irgendwie, keine Ahnung, Green ist irgendwie sein Akzent oder so, wie er singt, finde ich irgendwie voll cool. Schon. Dieses, keine Ahnung, Nying. Verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Green. Okay, das war ein bisschen extremer. Passt schon. Bist du das? Bist du das? Bist du? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Warst du das? Ja, natürlich. Was bei dir passiert? Guck mal, da ist er wieder. Lol. Ist das der Typ? Ja. Lol. Oh, er fährt rückwärts. Oh, der wollte, glaube ich, nur unseren Namen wissen. Was mit dir passiert? Also ich bin hier, so die Seite runter. Hier so ein Stück. So weicht. Bringt nichts, wenn du mich hier runterschiebst. Oder versuchst. Nein! Lalalalalalala. Toll, jetzt muss ich wenden. Gehauste war lustig. Okay, komm, wer ist denn das hier, der Typ? Keine Ahnung. Okay, hätte sein können, dass der das ist. Nein, der muss nach unten. Ist so gut einfach. Dass der das wieder war. Lol, Alter. Guck mal, Green ist online. Green macht gerade Werbung. Stimmt, Green ist online. Eintritt kostenlos. Lol. National Level. Lol. Ich glaube, ich bewerbe. Ah, ne, kann ich glaube ich noch gar nicht. Ich brauche irgendwie 100 Stunden Spielzeit oder so, oder 50. Ja, hast du ja fast, wa? Hab ich auch fast. Wie viel hast du gerade? 20 noch was, ne? 22 würde ich schätzen. Ich hab 24. Da war er wieder. Wie viel hast du? Ich hab 24,5. 17. Okay. Fast 18. Minuten. Ich glaub mal, also ja. Ich glaub man braucht 100, aber sicher bin ich mir nicht. Hammerfett. Hammerfett, Junge. So, wo muss ich jetzt hin? Ach geil, einfach hier nach unten. Nice, Junge. Übelstes Truckrennen hier, ey. Zu geil, dass der und er fährt erstmal gegen eine Laterne. What the fuck? Besorg dir bald etwas zu essen. Ja, ich sollte auch mal langsam mal was essen hier bei mir. Ich bin schon einmal gestorben, weil ich nichts gegessen habe. Lol. Ich nicht. Weil ich halt im Job war und den wollte ich nicht abbrechen. Ja, dann fährst du an eine Tankstelle und isst. Ja, ich war doch fast da. Oder warte mal, hab ich das geschafft? Nee, ich hab's nicht geschafft, nee. Nee, schon in Ordnung. Nein. Bye, hier schon. Nee. Mann, warum haben wir das nicht aufgenommen? Das Bye, ist hier schon? Ja. Ja, das wäre cool. Ey, cool, ich hab eine Tankstelle gefunden. Ich geh mal was kaufen. Das Blöde ist auch noch, ich war da die ganze Zeit um überlegen, soll ich jetzt aufnehmen oder nicht? Nee, das wäre dann so mittendrin. Und das wäre scheiße. Aber als ob ich nicht den Anfang erzählen könnte, was da passiert ist.
Nein, nehme ich lieber nicht auf und da passiert natürlich geile Scheiße. Ja, macht Munda ja auch immer. Bei dem fängt ja auch sehr oft mittendrin an. Naja, er macht es halt so wie ich es manchmal mache, nicht immer. Dass er halt, wenn er halt nicht aufnimmt, sondern aufnimmt, wenn da was passiert. Oder was passieren könnte. Ja, und dann labert er das, was vorher passiert ist, erzählt er dann. Ja, coolste immer noch damit. Naja, welche Versicherung wird denn das jetzt bezahlen? Deine oder meine? Halt die Schnauze, Alter. Halt die Schnauze, das ist richtig. Verpiss dich, ey. Burger. Wie angepisst der war, ey. Ja, schon. Übelst übertrieben, Alter. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Und er hat einfach weitergemacht. Und dann hier. War das Muka oder Tobi? Tobi war das, ne? Ja, Tobi war das. Der dann wieder dauernd. Achtung, gefahren. Achtung! Ja, das war Tobi. Achtung! Muka hat irgendwie extrem wenig gesagt im Video. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Muka, von dem hat man irgendwie nur so gehört, auf einmal, ja, auf ihn wird geschossen, er wäre getroffen worden. Dann war ein Cut, dann war er auch einmal bei denen. Dann ja, Muka, was ist denn jetzt nun? Steig mal ein. So, 10 Sekunden später. Dann hat er irgendwie gemeint, ja, auf einmal, er. Die sollen schon mal vorfahren, er kommt nach. Was war mit dem los? Keine Ahnung, Luca war komisch an dem Tag irgendwie. Ja, ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass heute eine neue Folge rauskommt. Vielleicht kommt ja noch eine raus. Ich wette, die kommt so alle 3 Tage oder so. Okay. Und mir kommt jeden Tag 3 Videos. Ja, das ist aber auch ein Unterschied von dem, was da aufgenommen ist, ne? Weil so Munda macht irgendwie so 20 Minuten, 30 Minuten oder so. Und ja, da passiert meistens nur geiler Scheiß. Und bei dir kommt irgendwie alles. Das ist auch hier geiler Scheiß, Junge. Extrem geiler Scheiß, Junge. Wenn du arbeitest. Bist du gerade von oben links nach unten gefahren? Nein. Okay. Nee, weil hier auch so ein roter Truck war. Hätte er sein können. Ich hab keinen roten Truck, man. Achso, stimmt ja. Stimmt ja, wir hatten ja alle 3 einen weißen Truck auf einmal. Erstmal ein bisschen Techno-Bass hören. Das ist aber nicht live, habe ich gemerkt. Wie, das ist nicht live? Das ist nicht live. Hast du gedacht, das hier wär ganz normales Radio oder was? Nein, das Techno-Bass ist ja hier ein Internetradiosender. Echt, kenn ich gar nicht. Lol, was ist mit dir los? Das ist mega bekannt. Okay, jetzt nicht so mega, weil das halt deutsch ist, aber hier in Deutschland relativ bekannt. Kenn ich echt nicht. Ja, ich gibt einfach einen Techno Bass FM. Findest du ja auch was. Da höre ich meistens rein, weil jetzt seit kurzem, seit GTA, höre ich auch mal wieder bei Techno Bass FM rein. Aber vorher habe ich immer bei Hostime FM reingehört. Okay, ich höre irgendwie gar kein Radio oder so. Ist ja Internetradio. Und wenn irgendwie eins live. Ja, das ist aber kein Internetradio, ist ja langweilig. Bei Internetradio kannst du ja auch grüßen. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Scheiß Musik, ey. Hattest du auch gerade das mit Einnahmenzinsen und so, oder? Nee. Okay, aber bei mir kam das gerade. Warum sollte ich das jetzt gehabt haben? Nee, keine Ahnung. Das ist hier immer erst, wenn du eine Stunde gespielt hast. Okay. Und kam es hier bei dir eigentlich schon, oder? Vor einer halben Stunde war das bei mir. Okay. Okay. Also, da hatten wir gerade angefangen zu spielen. Aha, eine Stunde gespielt und. Ja, nee, also immer wenn eine Stunde voll ist halt. Ach so. Also, immer wenn eine Stunde voll ist, online kommt schnell, sagst du. Ach, aber du ich glaube, du weißt nicht, was ich meine, oder? Nee. Immer wenn du eine Spielstunde, wenn eine weitere Spielstunde voll ist. Ach so, stimmt, ja. Also ich habe jetzt 24, 36. Ja, ich habe 18. Bei 25. Ja, ja, ist schon okay. Okay, Junge. Ist okay, aber übersteuern nicht, Junge. Alter, der Typ hier, dieser AFK Bio Schuko, ne? 4800 Stunden. Ist das einer von Bio, oder? Ja, das ist ein Admin hier. Ja, Standard. Die haben alle über 4000 oder 5000, hab ich auch schon gesehen. Da musst du ja mal reinziehen, ey.
Ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich fahre jetzt zurück dorthin und hole mein Auto. Und cruise ein bisschen rum. Genau. Gehe ich mir mal eine neue Waffe kaufen. Und geh die mal kurz voll sinnlos. Geh die im Haus einlagern. Nee, ich eigentlich nicht. Verlierst du zu schnell? Schon. Aber du kannst die am Haus einlagern. Trotzdem verlierst du immer hier eine Waffe, wenn du stirbst. Ja, wenn du stirbst schon. Aber damit kannst du halt verhindern, dass du stirbst. So wie bei hier bei Origins, dass du einfach mal alles lagerst, ohne es zu benutzen. Genau. Bei Origins ist das auch irgendwie mittlerweile ein bisschen, keine Ahnung. Ich habe jetzt viel mehr Lust auf Epoch irgendwie. Cool, finde ich echt cool. Aber ja, irgendwann, wenn wir mit Epoch fertig sind, dann haben wir wieder Bock auf Origins oder so, keine Ahnung. Dann habe ich wieder Origins-Folgen, dann sind erst die Origins-Folgen vorbei. Genau. Dann sind die vorbei, Junge. Soll ich jetzt auch einfach so mit cruisen? Kannst machen, was du willst. Ja, dann cruise ich mit dir mit. So. Ich muss mich erstmal neu einloggen. Stimmt. Dann bräuchte ich eigentlich hier nicht nicht dahin fahren. Weil ich umgekippt bin und ja. Na, hat's keinen Bock mehr. Muss ich zwar jetzt kurz mein Auto dann wiederholen gehen. Fahrzeugmeldung. Dein Fahrzeug in Slot Nummer 1 ist falsch geparkt. Es befindet sich am Bangkok Autohandel, im Autohaus. Du kannst es mit Tau V1 respawnen. Mit Lock 1 schließt du es auf und mit Park kannst du es parken. In Klammern auf einem Parkplatz. Ach, nee. Break! Bist du das erledigt hast, ist dein Fahrzeug unsichtbar gesetzt. Oh, krass. Also jetzt habe ich 6775 dabei. So, wie viel habe ich dabei, wenn ich das jetzt hier gerespawnt habe? Sechs, sieben, sieben, fünf. Ey, voll teuer, Alter. $35. Erstmal wieder einen Stern machen. Oder sowas ähnliches. Also einen Stern machen. Kannst du mit dem Motorrad. So fast. Ich cruise hier mit meinem coolen Auto rum. Ich glaube, ich tune gerade nochmal an dem was. Irgendwie gefällt der mir nicht so. Wie nicht so? Ja, in den Farben und so. Ist irgendwie nicht so meins. Mal gucken, wie viel ich habe. Ich habe 13.000 auf meinem Konto. Das ist doch wunderschön. Dann gehe ich auch mal, da fahre ich auch mal mit meinem Motorrad hin. Wohin? Zum Tunen. Okay. Zu tune. Tune ist wieder angesagt, kleiner Raum. Mach die Scheiße auf die eigene Faust. So, gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Das habe ich auf dem Konto. Timo ist online. Oh, ich habe nichts mehr auf dem Konto, Alter. Oh Mann. Was denn? Du weißt ja, bei der Garage da nebendran ist auch so ein Parkenverbotsschild, ne? Kann sein. Erstmal dagegen gefahren. Lol. So, und das, ich mach mein Auto an und das geht erstmal wieder aus. Alter, warum fährt hier die ganze Zeit der Polizist im Kreis? Green! Green, Junge. Bist du bei der Garage hier? Also beim Tune? Ja. Ah, da bist du ja.
blockieren. So kannst du Stern machen, warte mal kurz.